Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter Gaming. Heute spielen wir wieder mit dem FC Bayern München. Schaffen wir es heute mit dem FC Bayern München gegen Köln zu gewinnen im Regenduell in, ja, sozusagen. Und dann können wir vielleicht, wenn wir Glück haben, Tabellenführer werden, Leute. Wenn wir das schaffen, könnte man vielleicht Tabellenführer werden. Das wäre natürlich gut, wenn wir Tabellenführer werden würden. Aber wir schauen einfach, was die Zeit noch bringt. Heute gegen RB Leipzig haben wir ein gutes Spiel gemacht, zurückgekommen. Gegen Köln wollen wir natürlich es auch wieder schaffen, oder? Und dann schauen wir einfach, was passiert mit dem FC Bayern. Hier am 20. Spiel. Am 20. Spieltag dieser Bundesliga-Saison. Kann der FC Bayern weiter ungeschlagen bleiben? Das wäre ein Traum in Bayern. Hier weiter aufräumen wieder so ein bisschen. Das ist wichtig. Zum Ende des Let's Plays, Leute, werden wir hier jetzt ein bisschen. Zum Ende dieses Let's Play, Leute, haben wir noch mal schöne Spiele abgeliefert. Ah, Müller kam nicht weiter, aber macht nicht Müller. Kann der FC Bayern heute gegen Köln gewinnen und somit vielleicht auf die Tabellenspitze kommen? Und das wäre natürlich mega, wenn Bayern auf die Tabellenspitze kommen könnten. Alter, 4 Tore schon geschossen, 3 Spiele, 4 Tore. Oh Mann, die Bälle, die... Ah Mann. Die müssen wir noch ein bisschen mehr ausnutzen, die Torchance. Oh Mann, aber Özgard, Alter, der ist immer gut, der macht, der kämpft, der ackert, macht nicht viele Tore.
Aber der Ackert für die Mannschaft. Feide. Oh, Müller kommt einfach nicht durch, Alter. Oh Mann! Ganz ruhig, Bayern! Und Rashford gibt weiter Tempo-Fußball vom Feinsten. Junge, Junge, schöne Spiele heute mit dem FC Bayern. Oh, ein paar Argumente zu spät gepasst. Aber Özkan, Alter, der ackert für die Mannschaft, da ist er. Oh Mann, aber es wird es ist schwer, Köln in der Defensive zu überrumpeln. Zu überrumpeln, das ist ein bisschen schwierig. War Boateng oder Hummel? Ja, Hummel wieder. Und mit der gelben Karte müssen wir bei FIFA 19 dann auch mal ein bisschen uns runter reduzieren, Leute. Finde ich, da sollten wir uns auch ein bisschen runter reduzieren, finde ich. Finde ich, da sollten wir auch ein bisschen runter reduzieren. Finde ich, dass wir da ein bisschen die gelbe Karte mal verhindern. Das wäre manchmal, glaube ich, ab FIFA, bei FIFA 19 müssen wir es echt mal versuchen. Ob es klappt, ist ja die eine, weil man ja immer 100% geben will.
weil man immer 100, über 100% gewinnt. Und das muss man weiter und weiter und Druck machen und Druck machen. Und das ist es wichtig, einfach Druck machen, weiter Druck machen, volle Power machen, Druck machen, weiter spielen und immer drauf. Hoffen wir mal, dass wir heute das Spiel irgendwie noch ein Tor schießen. Weil Leverkusen führt 1-0. Leverkusen führt, das heißt, naja. Es wäre halt schön zum Abschluss des Let's Leuten Tabellenführer zu sein, sozusagen. Das wäre noch schön, nochmal. Aber die Kölner wollen natürlich nicht hier Punkte verlieren. Die wollen an Leverkusen dranbleiben. Beide Teams wollen an Leverkusen dranbleiben. Und das heißt, Bayern und Ulter Köln muss ein Tor schießen, Leute. Müssen ein Tor schießen. Wir müssen ein Tor schießen. Aber es ist wirklich schwer hier heute. Oh, da hätte ich ein bisschen hohe Pass machen müssen. Alter Leute, das war ein schönes Tor. Das war ein schönes Tor von Köln, muss man sagen, Leute. Schöner Flugkopfball von Köln. Schöner Flugkopfball von Köln.
Weil das letzte Spiel, Leute, geht gegen Manchester United. Alter, was für. Das letzte Spiel des Let's Play FIFA 18 geht gegen Manchester United. Was für ein. Das war wirklich cooles. Leute, Mats Hummels müssen wir rausnehmen. Mats Hummels müssen wir rausnehmen. Bevor was Schlimmeres noch passiert. Bevor noch was Schlimmeres passiert, Leute. Ja, bevor hier noch wieder ein Spieler mit Rot vom Platz geht. Ja. Alter, was ist denn machen? Mann, das. Boah, man merkt, Bayern will jetzt irgendwie das aus, den Ausgleich noch machen. Aber Leverkusen gewinnt, das heißt. Der Gewinner dieses Spieltags ist Leverkusen, Leute. Wird dies aussieht Leverkusen sein, Leute. Leverkusen wird der Sieger dieses Spieltags sein. Köln weiß natürlich, mit diesem Sieg holen bleiben, werden sie mit Tabellen geteilter Zweiter vielleicht, Leute. Und der Gewinner dieses Spieltag wird Leverkusen sein. Leverkusen wird der Sieger dieses Spieltags sein. Okay, ein Köln holen. Köln ist ja Gleichpunktzahl, aber durch das Köln hat halt 3 Punkte. Besser wäre es halt nur ein Punkt für.
Für Köln wäre es natürlich ist halt schöner. Die sind jetzt mit Bayern wieder punktgleich. Und das ist das wichtige Punktgleich. Für Bayern leider haben wir verloren. Leider haben wir wieder mal unser Spiel mal verloren. Ballbesitz gut, Leverkusen. Leverkusen, wir hätten mit mindestens, oh Mann, wir hätten die Tabellenführung mit dem Sieg hätten wir die holen können. Was? Das ist nicht, nein, das kann nicht warten. Aber Leute, ich würde sagen, das letzte Spiel des Let's Play spielen wir erst beim nächsten Mal. Somit sagt wieder euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis dann.